Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Hallo Leute, hier spricht Ouroboros. Nachdem die flache Erde fertig gebaut worden ist, gab es Streitigkeiten. Streitigkeiten zwischen den Erbauern, auch als Götter bezeichnet. Seitdem die flache Erde erbaut worden ist, gibt es nur Kriege, gibt es nur Leid und es gibt nur den Tod. Himmlische Wesen, die auf die Erde gelangt sind, auch genannt Luzifer und der Teufel. Sie wurden verstoßen aus dem Himmelreich und kamen auf die Erde, wo der Mensch im Paradies lebte. Doch der Frust dieser Engel war so groß, dass sie den Hass, den sie auf Gott spürten, ewig wie im Spiel weitertreiben wollten. Sie benutzen Menschen, um ihre Ideen, ihren Spiel auf dieser Welt zu führen. Es sind Menschen, gewissenlose Menschen, Mörder, Killer, die kein Moral
und keinen Verstand besitzen. Sie führen die Menschen in den Abgrund. Das Schlimme ist, selbst das Bewusstsein, die Seele haben sie im Visier. Die Engel, die dunklen Engel, wollen nicht, dass der Mensch in den Himmel kommt. Sie haben ein System gebaut, wenn der Mensch gestorben ist, wenn der Mensch tot ist, muss er eine lange, weite Tunnel durchgehen, auch genannt das Lichttunnel. Der Mensch, die Seele, das Bewusstsein wird in dieser Ort hintergangen, belogen, denn wenn er durch das Licht geht, dann ist sein Bewusstsein gelöscht und sein Bewusstsein muss alles von vorne beginnen. Das Leben, was er vorher geführt hat, muss er nochmal erleben. All die Schmerzen, all die Leid, all das Unwissenheit, was in seinem Leben durchgelebt hat, muss er nochmals mit voller Härte durchleben. Das ist die Falle, was die Engel uns Menschen in einer gewissenlosen Weise praktizieren. Wir sind nichts anderes als dumme Menschen. Wacht auf, ihr Menschen, wacht auf! Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist der Beginn eines neuen Lebens. Ein Leben außerhalb dieser Kuppel, außerhalb dieser flachen Erde. Wacht auf, nehmt Erkenntnis, Erkenntnis über diese Welt, Erkenntnis über alles Seins. Denn wer Erkenntnis hat, wer Bewusstsein hat, wer seinen Horizont erweitert, der hat die Möglichkeit im Zwischenreich, wenn das Bewusstsein in die dunkle Tunnel kommt, dann gibt es zwei Wege rauszukommen. Das Licht ist der falsche Weg, denn das Licht führt euch wieder zum Anfang. Dreht euch um, Leute, dreht euch um. Ihr werdet einen dunklen Gang vor euch sehen, einen dunklen Gang, das euch Angst machen wird. Doch dieser enge Weg führt euch in die Freiheit. Doch so leicht ist das nicht. Die dunklen Dämonen, die Vasallen des Engels Luzifer, werden euch auf dem Weg mit gnadenloser Härte versuchen, euch euren Weg Stolpersteine zu legen. Egal was passiert. Egal was passiert. Geht nicht zurück. Geht den engen Weg weiter, Leute. Denn es erwartet euch am Ziel die Erlösung, die Freiheit. Und das Beste, das Licht des Lebens. Und wenn die Dämonen zu euch sprechen, geht nicht diesen Weg. Geht zurück ins Licht. Dann macht das nicht, Leute. Denn es ist eine Falle. Eine Falle, dass nach dem Leben, nach dem Tod, euch wieder erneut in diese Hölle, in die flache Erde reinziehen wird. Glaubt an ihn, glaubt an den Herrn, glaubt an das Licht, glaubt an den Jesus, denn seine Gedanken, seine Ideen, seine Philosophie
müsst ihr aufnehmen. Denn er hat euch gezeigt, den Weg zur Erlösung. Lasst euch nicht bestechen, lasst euch nicht irreführen von den dunklen Dämonen, die in Menschengestalt hier herumlaufen und die Menschheit voller Lügen erzählen. Seid bereit für das Gute, für die Seele, das in euch schlummert. Lasst euch nicht zu einem Roboter machen, denn die himmlischen Wächter erwarten euch hinter dem dunklen Tunnel, die zur Freiheit führt, Leute. Es ist der Weg des Himmels. Es ist der Weg, wo euch die Freiheit und wo euch die absolute ewige Leben erwartet, Leute. Das ewige Leben erwartet euch. Habt keine Angst vor der Dunkelheit. Habt keine Angst vor dem, was vor euch steht. Es sind nur Illusionen, Leute. Ihr werdet Monster sehen. Wir werden euch mit eurer eigenen Ängsten konfrontieren. Aber egal was passiert, bleibt stabil. Ihr müsst stabil bleiben. Denn ihr seid nicht alleine. Der Herr, euer Beschützer, ist immer bei euch. Und er wird euch begleiten bis zum Ausgang, bis zum Exit. Dann seid ihr befreit aus dieser ewigen Schleife, aus dieser ewigen Dasein, aus dieser ewigen Hölle, die uns die Engel der Finsternis uns gebracht haben. Dieser Ort war mal ein Paradies gewesen. Ein Paradies für die Menschen. Ein Paradies, ein Geschenk von Gott. Doch das Dunkle hat das Unglück gebracht. Er hat uns die Verzweiflung gebracht. Es hat uns das ewige Tod gebracht. Ihr werdet vor dem Herrn stehen und er wird euch fragen: Warst du mit dem Leben, was du geführt hast, zufrieden? Doch, Leute, es geht nicht darum, diese ganzen religiösen Wahnsinn, was die uns vorenthalten, was die falschen Bibelstellen sagen. Die versuchen uns ewig in einer Kreislauf des Todes zu halten. Die haben die Esoterik erfunden. Die haben den Okkultismus erfunden, um uns eine Religion überzustülpen, das falsch ist. Falsche Ideologien. Die Esoterik, die besagt, der Mensch ist wie ein Gott. Er kann höhere Ebenen gehen. Leute, es ist eine Lüge. Eine Lüge von dem Finsternis hervorgeschworen. Wir sind eine Macht, die von Gott erschaffen worden ist. Und die dunklen Engel, Luzifer und seine Schergen, versuchen, diese Göttlichkeit aus uns herauszusaugen. Denn sie leben von uns. Sie ernähren sich von uns. Die Schreie, die armen Seelen, die Schreie nach dem Tod, einsam und verlassen, stecken sie in der Hölle, in einem dunklen Tunnel und man sieht nur einen Lichtschein. Das Licht, wo man durchgehen soll. Doch geht nicht durch, Leute, geht da nicht durch. Es ist eine Falle. Alles, was die uns hier erzählen, alles, was die uns je erzählt haben, ist eine große Lüge. Eine Lüge für die Seele, für das Bewusstsein. Ein Gefängnis sind wir. Geschaffen, um uns hier zu halten. Damit die dunklen Mächte an uns ernähren, Leute. Darum sag ich es nochmal. Das Gute, das in uns ist, muss auferweckt werden. Aber es geht nur, wenn einem Führer folgt. Und dieser Führer ist unser Herr, der Jesus, das Lichtgestalt, die Energie, das uns belebt.
und der uns das ewige Leben geben kann, Leute. Folgt keinen Scharlatan, folgt nicht Lucifer und seinen Dämonen, denn die werden euch in den Abgrund führen. In die ewige Abgrund der Hölle. Sie warten nur darauf. Sie warten nur darauf, dass die Zeitschleife zu Ende ist und die gesammelten Seelen in der Hölle mitnehmen können. Wo sie sie aussaugen können. Wo sie sie quälen können, Leute. Die Hölle existiert. Das haben die erbaut. Und dieser Ort, diese flache Erde, ist nichts anderes als die Prüfung. Es ist die Prüfung, es ist die Bühne, in der wir uns befinden, in der wir herumlaufen. Aber wir müssen erkennen, lasst euch nicht von den Materialisten hintergehen. Seid nicht scharf aufs Geld, auf Macht. Es ist alles vergänglich. Das ganze Leben ist vergänglich, Leute. Darum sucht das ewige Leben. Nicht auf dieser Welt, sondern auf der anderen, auf dem echten Welt, wo der Tod keine Existenz hat, wo das Leben für immer und ewig existiert. Das Leben ist ewig, wenn man aus dieser ewigen Hölle herauskommt. Wacht auf, Leute, wacht auf und erkennt das Geheimnis dieser Welt. Und das Geheimnis nennt sich Erlösung nur durch Jesus Christus. Danke.